Antwortknopf von Daseinigkeit her. Hallo? So, wo nehme ich auf und sag dir dieser rote Knopf? Schnoller Olox. Was? Was? Diesen 1 rote Knopf diesen von eins rote Daseinigkeit Knopf. Also wir laufen her. Wir sind im Flughafen Düsseldorf. Ich habe tierischen Kohldampf und wir fliegen gleich. Und ich muss erst was zu essen suchen, sonst bin ich eine Stunde unleidlich. Nach Hamburg. Zu den Rocket Beans. Und das wird super. Machen da Familienduell. Chat-Duell. Ja. Mein Kopf ist oben abgeschnitten. Entschuldigung, ich kann die Hand nicht so. Ja. Kannst du dir nicht ein so einen Selfie-Stab kaufen? Das mache ich demnächst. Also 8 Meter Selfie. Dann gucken wir uns alle noch. Da ist ein Bäcker. So, Schnuckis, das war's schon. Wir fliegen gleich und jetzt wird gegessen. Bis später. Sag tschüss. Tschüss. Was ist da los, Motherfuckers? Musst du schneiden. Was ist echt nett? Nee, du lässt da drin. Ich schneide das rein. Nein. Da. Im Bett mit Schlo und mir. Das klingt falsch. Absolut. Vielleicht solltest du das. Stuckies! Dings. Wir sind in Hamburg angekommen. Ja. Und im Hotel eingecheckt, nachdem ich einen sehr geilen Kaffee bekommen habe, weil unser Zimmer noch nicht fertig. Sieht ein bisschen keine Ahnung. Aus, ne? Mach deinen scheiß Windlauf jetzt. Hast du deine Pfoten da drauf gehabt? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Hab ich nicht. Hab ich echt nicht. So, ihr Schnuckis, wir sind im Hotel angekommen, hatten gerade nicht alkoholische Getränke. Du hast gesoffen schon. Stimmt, ich hatte ein Hugo. 16 einen. Uhr oder so und du hast schon gesoffen. Ja, weil das Hotel das angeboten hat, weil das Zimmer noch nicht fertig war. Und deswegen muss man saufen. Ein Hugo. Alles klar. Ja, jetzt warten wir auf Monte und dann gehen wir noch was essen und dann gehen wir zu den Rocket Beans. Zum und dann Chat-Duell. Machen wir Chat-Duell. Weißt, ich hoffe, ich werde nicht nervös. Beim Chat-Duell? Ja. Das ist so das Witzige. Ja, dass aber du in nachher der Sekunde der, nenne eine gelbe Frucht und ich klatsch drauf und brülle Kokosnuss oder so. Das wird zu dir passen. Fick dich. Ja, ich glaube, wir werden uns ziemlich blamieren, aber das wird ziemlich das wird witzig. Warum hältst du eigentlich die Kamera immer so, dass mein Kopf entweder unten ja, dann komm mal auf eine Höhe. Oder oben. Was? So. Das Hallo. Ist scheiße. Echt? So krieg ich ja Nackenschmerzen. Aber könnte deine Platte da hinten langsam erkennen. Was? Also. Hab ich nicht. Eitelkeit. Ich mach es so. Du hast einen viel längeren Arm. Ja, guck mal, ja. Das geht viel besser. Guck mal. Mensch, das ist, weil du so Affenarme hast. Was hab ich? Affenarme. Das wird der merkwürdigste Vlog ever. Aber ich glaube, das sage ich bei jedem Vlog. Ihr habt euch mehr Vlogs gewünscht. Sollen wir dann einmal die Woche bringen, so einen Schwank aus unserem Leben? Jetzt hier bitte Antwort einfügen. Das ist nicht live mit dem Chat. Mir fehlt der Chat. Ja, Vlog ja. Ist das Ding ohne Chat. Ja, auf jeden Fall gibt es in Hamburg Vlog. Heute Rocket Beans, morgen Tattoo, du Tai Tai, Dom und Community treffen. Ja, ich mache meinen eigenen Vlog. Mach doch. Kein Bock auf dich. Ja gut. Den könnt ihr auch nicht am Ende von diesem Video anklicken. Hm? Okay. Okay. Ja. Ja. Sollen wir unsere Badewanne zeigen? Das ist heute komisch, ne? Ich glaube, ich muss das nochmal neu machen, bevor wir... Ich nehme deine Kamera mit und zeig die Badewanne. Ah, die kann man da schon sehen. Könnt ihr... Im Hintergrund seht ihr die Badewanne. So ein... Tinker auf dem Bett. So ein geiles Hotel. Das Video geht in eine falsche Richtung. So ein super, mega geiles Hotelzimmer. Ich kann ja generell einmal rumzeigen, oder? Da habe ich mir eingezogen. Was? Schüttelt sich, wenn ich das Hotelzimmer zeige? So ein mega geiles Hotelzimmer. Da muss ein Cut rein. Ja. Cut! So, ich zeige euch einmal das Hotelzimmer, Freunde. Nach dem Tinker, Leo. Und jetzt guckt euch die Badewanne an, ja? Wie mega krass ist die Badewanne? Ja, wahrscheinlich denken jetzt alle, ja, es ist halt einfach eine Badewanne. Ja, hier Badezimmer, so sieht halt ein Bad. Warum darf ich das nie? Kannst du das nochmal machen? Nein. Bitte? Aber dann ist es geskriptet. Ja, das. Geskriptetes Bett springen, ist wie das EP auf Klärwerk. Alles klar. Ja, und hier ist auch noch Hotelzimmer. Ziemlich nice, ziemlich cool. Da vorne steht die Kamera, mit der ich tatsächlich vorhabe, ein Vlog ist irgendwie zu groß, aber gut, egal, macht nichts. Ja, so viel hier. So. Was? Nicht nochmal eine tolle, oder?
So? Freunde, so die Haare? So? Oder anders? Chat, sag mal was dazu. Oder anders. Das ist immer noch nicht live. Das, dann habe ich jetzt so einen Flo. Oh, ich mag die Kamera. Das ist auch deine Vlog-Kamera. Für den Vlogs. Posing. Ja, okay, jetzt fallen mir keine Pose mehr ein. Okay. Tschüss. Später. Jetzt geht es wirklich in die falsche Richtung. Ja, jetzt erzähl dein Gehirn. Ja, wir sind bei Dirksburger. Ich habe keine Ahnung, ob es lecker ist oder nicht. Wir haben die legendären Plätze. Guck mal hier. Hier passt bei so ein Burger hin. Ja. Und dann kann ich hier oben noch eine kleine Pommes. Ich habe extra eine kleine Pommes bestellt, ja, weil so eine große würde hier nicht hinpassen. Eigentlich hat er eine kleine Pommes bestellt, weil ich gesagt habe, hier bei dem Bauch wäre eine kleine Pommes besser. Monte ist dicker. Kollege, jetzt fühle ich mich gemobbt. Du musst einmal zeigen, wie die Burger live gemacht werden. Geiles Stativ. Ich werde ihnen nämlich Schuhe auf, das hat die ganz drauf. Weiß ich gar nicht. Hier seht ihr, wie, jetzt kriege ich keinen Fokus, live mein Burger gemacht wird. Wo ist denn der Knopf? Ah doch, guck mal, hat fokussiert. Der mit Mozzarella ist meiner. Ich habe nämlich doppelt Käse drauf. Sind das wirklich unsere? Ich glaube. Aber ich habe auch zweimal Käse. Vielleicht ist es doch nicht. Auf jeden Fall. Machen wir uns jetzt noch einmal hier frisch stark und so, und dann geht's zu den Rocky Beans. Ja. Und wir rocken das Chat-Duell. Zum Chat-Duell. Ich hab Bock. Hast du Bock? Ja. Ich habe da nicht gesehen. Was mit dir? Hast du Bock? Rocket Beans? Rocket Beans Chat-Duell. Ja, okay. Ja, stimmt. So, gut so. Wir sind alle hier relativ hippiemäßig angehaucht. Tinka, bist du hippiemäßig angehaucht? Ich möchte dich nun vorstellen. Ja. Ja. Hippie, nein. Nein, okay. Nein. Aber was machst du denn auf deinem Twitch-Stream? Hauptsächlich Roleplay, GTA-Roleplay in verschiedenen Rollen. Französisch, Schwäbisch, Koi, Au oder... Oh, Schwäbisch, Koi, Au. Wo kommst du denn her? Aus dem Schwabenland. Aus dem Schwabenland. Aber ich darf das nicht, sonst kriege ich wieder Ärger. Sauber. Okay, ja, ist klar. Verstehen auch die Hälfte der Zuschauer einfach nicht. Du musst das nochmal genauer erklären. Roleplay bei GTA. Ich habe es vorhin unseren Gaming-Spezialisten gezeigt in der Redaktion. Denen war das kein Begriff, deswegen musst du es kurz erklären. Ganz unterschiedlich. Also wir schlüpfen in unterschiedliche Rollen. Mein Lieblingscharakter ist eine Polizistin, mit der ich ihn meistens hops nehme und versuche einzusperren oder eben auch andere Sachen, Drogenfahndung, irgendwas in die Richtung. Und du reagierst einfach spontan auf verschiedene Situationen. Und du spielst damit quasi online mit anderen Leuten, genau. Und dann lauft ihr durch diese genau, durch die wir Welt. Haben ein eigenes großes Serverprojekt und sind meistens mit 200 Mann drauf und da passiert recht viel. Also 200 Mann. Mhm. Wow. Ja, und ist es nicht aus der Community andere Streamer? Ja, dann wird's ja aber mal Zeit. Ich kann es kaum erwarten, das zu klauen. Ich finde es auch ziemlich lächerlich. Also ich kann es nicht natürlich und ich habe dann uns gefragt und keiner hier kennt es offensichtlich. Moment mal, ich habe aber schon gesagt, dass dass GTA 5 Roleplaying ist, aber dass das halt kein Standardmodus ist oder so, dass sie das schon selbst versuchen, ihren eigenen Rahmen zu schaffen. Okay. Lars-Erik Paulsen. Ja, ey, ich wollte da jetzt nicht in den Rücken fallen, aber du lügst. Ja, tust du immer. Wie ist es denn, ihr seid ja ein Paar, ne? Kann man das sagen? Ja? Wie ist es denn als Gamerin mit einem Game? Immer gibt es da Pros und Kontras, zusammen zu wohnen auch? Boah, also am Anfang waren wir so ein bisschen zusammen... Sag jetzt nichts Falsches. Du hörst kurz zusammen weg. Leben, zusammen arbeiten, ob das gut geht, aber ja, sehr. Also ich weiß nicht, wie das mit euch und euren Partnern ist, aber ich glaube, wenn jemand nicht zockt als Partner, ist es immer, warum hängst du so lange vor dem Rechner, pack die Konsole mal weg und bei uns beiden ist es so, ja, kommen wir auch noch ein Stündchen drauf, da geht noch was. Ja. Von dem her... perfekt, ich würde keinen Nicht-Gamer mehr wollen. Darf ich das so sagen? Ja. Das kannst du sagen, ja. An die Buzzer, Shake Hands, Fair Play, All the Time and so on. Und dann die Hände bitte hinter den Rücken. Ich lese euch die Frage vor. Wenn ihr sie wisst, knallt ihr auf den Buzzer. Ich sage euch, wer als erstes gedrückt hat. Seid ihr bereit? Yes. Schön, das freut mich. Wir haben den Chat gefragt. Nennt eine bekannte Person namens Benjamin oder Ben? Gregor? Benjamin Franklin. Jawohl. Gregor lacht und antwortet Benjamin Franklin. Ist das die Top-Antwort? Es ist die Top-Antwort, sagten auch. Verdammt. 55%, ihr könnt erstmal wieder zurück auf eure Plätze. Es ist nicht dabei, das dritte Kreuz. Und jetzt kommt die Frage, nennt eine bekannte Person namens Benjamin oder Ben? Und jetzt brauche ich eine gemeinsame Antwort von Monte, vom Team Long Dong. Ben Affleck.
Oho. Aha. Komm schon, Chef. Auf jeden Fall. Wenn Ben Affleck dabei ist, natürlich, habt ihr hier die ganzen Punkte geklaut. Wir schauen mal. Natürlich. Es ja! ist dabei. Und jetzt kommen wir zu Schlo. Magst du auch noch mal ganz kurz vorstellen, was du machst? Ja, ich mache Twitch. Ich streame auf Twitch. Quasi das Gleiche wie meine Freundin. Ich mache Roleplay nur schon eine ganze Ecke länger. Ich komme ursprünglich aus dem Arma-Roleplay-Bereich. Sprich, da haben wir schon damals mit den geringsten Mitteln uns irgendwelche fiktiven Staate gebildet und fiktive Persönlichkeiten erfunden. Und ja, liefern uns einen Drogenkrieg nach dem anderen virtuell. Und, Was ist denn also die krasseste Mission gewesen? Kannst du da irgendeine nennen oder irgendein Beispiel? Es gibt viele krasse Missionen tatsächlich. Es ist ja alles nicht irgendwie vorher abgesprochen, sondern es passiert irgendwie alles spontan. Und wo gerade irgendwie 200 verschiedene Leute spontan ihre Geschichten erzählen oder ihre spontanen Ergüsse dazu tragen, passieren die komischsten Sachen. Ich glaube, die spannendste Geschichte gibt es da gar nicht. Da gibt es viele, viele spannende Sachen. Es ist wie eine Seifenoper quasi, die man da irgendwie jeden Tag sich zusammenspinnt. Man kann sich ja deine Videos auf Twitch anschauen und dann wissen die Zuschauer Bescheid, was denn da so Spannendes passiert. Ich will gar nicht so auf diese Beziehungsnummer einhacken, aber du lebst ja den Traum von all unseren Zuschauern. Wie ist es, mit einer Gamerin zusammen zu sein? Was sind die Nachteile? Ja, tatsächlich habe ich sowieso die Nachteile erzählt, jetzt nachdem alles irgendwie so positiv klang. Das Problem ist, viele sehen das immer, ja, und das ist ja traumhaft und beide zocken und beide sitzen den ganzen Tag zu Hause. Wir sind beide stinkend faul tatsächlich und hängen den ganzen Tag vorm Rechner. Da geht das ein oder andere schon mal unter. Also aufräumen oder so ist da nicht so viel. Kochen, wir duschen. Völlig verständlich, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ihr könnt euch nochmal die Hand geben. Das wird das letzte freundliche Ding sein, das ihr austauschen werdet. Die Hände hinter den Rücken. Ich werde die Frage vorlesen, die wir dem Chat gestellt haben. Ihr werdet auf diese Buzzer drücken und ich sage euch, wer als erstes gedrückt hat. Seid ihr bereit? Mhm. Gut. Kommen wir nun zur Runde 3. Es geht um die dreifache Punktzahl, Ladies and Gents. Nennt eine Videospielprinzessin. Prinzessin Peach. Wir wurden gerade schon so ein bisschen eingeleitet in das Thema. Das war gar nicht geplant, aber Elias sagt, Prinzessin Peach ist das unter den Top 4 Antworten dabei und ist es die Top-Antwort? Es ist die Top-Antwort, sagten auch 50%. Nein, das wüsste niemand, wie man schreibt wahrscheinlich. Aber jetzt gerade Weihnachten wird es wieder mit GH geschrieben. Na gut, ja. Also ist nicht dabei, das ist das dritte Kreuz. Unsere Gäste, das Team Longdong, hat nun die Möglichkeit, alle Punkte mal wieder zu klauen. Diebisch, aber klug. Und wir schauen, ob sie es schaffen. Monte, ich brauche eine gemeinsame Antwort von euch. Wurdet ihr euch einig? Wir haben gar keine Ahnung. Ich sage einfach aus Joke, Prinzessin Diana. Wir wissen keine Antwort. Aha. Einig. Sorry. Keine. Prinzessin. Das waren alle. Diana. Ja, wer kennt sie nicht, die Videospielverfilmung? Ja, ja. Ist das die vierte Antwort? Oh, wahrscheinlich. Wir schauen mal. Pass auf jetzt. Nein, damit wurden die Punkte nicht geklaut. Etwas, das sich auf Hand reimt. Auf Hand? Ja. Sand. Etwas, das sich auf Hand reimt. Hand. Schmand. Sehr, sehr, sehr gut. Ich frage noch mal ganz kurz, deine Antwort war Schmand. Schmand. Okay. Schmand. Das reimt sich doch, oder? Ja, er reimt sich. Das sagten auch 40%, das ist die Top-Antwort. Schöner kann man das nicht schreiben. Spannender kann man das nicht machen. Eieieiei. 88%, 88 Punkte zu 86 Punkte. Und die letzte und entscheidende Frage lautete, nennt etwas, das sich auf Hand reimt. Jetzt lösen wir erstmal auf, was die beiden Finalisten gesagt haben. Ilias sagte Schmand und Monte sagte Sand. So, jetzt ist das spannend. Wir schauen jetzt, wer hier dieses Chat-Duell gewonnen hat. Und das entscheidet sich jetzt. Schmand sagten 11% und Sand sagten 8%. Und damit haben die Bohnen gewonnen. Ganz knapp. Wand, Top-Antwort wäre Wand gewesen. Aber, liebes Team Longdong, ihr habt euch fantastisch geschlagen. So spannend war das selten. Herzlich
herzlichen Glückwunsch an unsere Bohnen. Schön, dass ihr mit am Start wart. Hashtag Tattooer weiterhin auf Twitter und in die YouTube-Kommentare und einen positiven Daumen da lassen. Außerdem wollen wir die Abos, die 400.000-Marke knacken zum Ende des Jahres. Sagt's euren Freunden weiter. Viel Spaß beim Programm und bis nächste Woche und Tattooer. Bis dann. Ciao, ciao. Das war nix. So, also das war geil, aber... Hier im Studio war mega geil. da haben sie noch gerockt mit. Ja, ja. Ihr seht hier hinten Schmand. 94 Schmand. Zu 99, das war knapp. Ja, das waren natürlich alles meine Antworten, die gut gewesen sind. Ich geweine einfach. Nein. Also ich fand's mega nice, auch wenn Schmand... Also ich... Schmand. Wer von euch war das? Wer war das? Ja, Freunde, wir waren bei den Rocket Beans. Wir waren bei den Rocket Beans. Und es war ein schmandiger Abend. Ein schmandiger Abend, ja. Ihr habt es vielleicht gesehen, live auf Twitch und auf YouTube. Es war sehr, sehr geil. Prinzessin Schlorafina. Ey, es hat wirklich Spaß gemacht, oder? Sehr, es war sehr cool. Also, Grüße gehen an der Stelle nochmal raus an die Rocket Beans, an Monte. Es war ein sehr, sehr cooler Abend. Ein sehr, sehr cooler Abend. Jetzt bin ich müde. Wir fordern Revanche. Schmand. Schmand. Die haben durch das Wort Schmand gewonnen. Ich hätte Tennisschläger gesagt, also Tennis bei einer Sportart mit Schläger, Tennis. Und ich dachte mir zweimal, warum kommt der nicht auf Tennis? Na, du schneidest schon wieder meinen Kopf weg. Ja, dein Kopf ist auch nicht so wichtig. Du hast andere Qualitäten. Komm her jetzt. So, ihr Schnuckis, es gibt jetzt einen dicken Gute-Nacht-Kuss. Und morgen geht's weiter mit Tattoo, Community-Treffen, Tai-Tai. Und noch mehr leckerem Essen. Na, morgen bin ich nicht dabei. Ich mache meinen eigenen Vlog. Kein Bock auf dich. Warum? Weil du 8 Stunden im Tattoo-Studio hängst. Oh, gib mir Kuss. Nee. Küss mich. Ich will nicht. Bin doch kein Doppelkind. Doch. Nee. 2. Tschüss. Tschüss.